Hey Heidi, hier ist die Moni. Wie war dein Tag heute? Grüß dich, Moni. Heute habe ich nicht viel erlebt. Eigentlich wollte ich runter ins Tal und Brot kaufen, aber es hat die ganze Zeit wie aus Eimern geschüttet. Bei uns lacht die Sonne. Ich war sogar vorhin beim Eisessen und gehe vielleicht noch zum Schwimmen an den See. Merkwürdig. Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Wir, der P-Seminarkurs Geografie des Städtens, kennen genau die Probleme der Schüler. Schließlich sind wir selbst welche. Deswegen versuchen wir heute, auch den Föhn etwas genauer zu erklären. Nein, nicht den Föhn, an den ihr jetzt denkt, sondern der Föhn, den es zum Beispiel in den Alpen gibt. Wir reden von den warmen, trockenen Fallwinden. Das Wort Föhn ist der meteorologische Fachbegriff für ein ganz spezielles Winterereignis. Es gibt jedoch auch andere Begriffe, welche das gleiche oder ein ähnliches Phänomen beschreiben. Im Alpenraum wird der Wind als Alpenföhn bezeichnet. Andere bekannte Föhnwinde sind beispielsweise der Asp im französischen Zentralmassiv, der Santa Ana Wind in Südkalifornien oder der Chinook in Kanada. Aber wie entsteht jetzt dieser Föhn? Wie hier zu erkennen ist, gibt es zwei Seiten von einem Berg, die Luv- und die Lee-Seite. Der ganze Spaß beginnt auf der Luv-Seite. Die Luv-Seite ist die Hälfte vom Berg, auf die Winde auftreffen. Diese Winde entstehen zum Beispiel aus einem horizontalen Druckgradienten, also Windströmungen, die Unterschiede des Drucks ausgleichen. Die Winde gleichen somit die Tief- und Hochdruckgebiete aus. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Thema, dem Föhn. Die Luftmassen werden auf der Luv-Seite zum Aufsteigen gezwungen. Beim Aufsteigen kühlt die Luft nach dem trockenadiabatischen Temperaturgradienten ab. Das bedeutet, die Luft kühlt um 9,76 Grad Celsius je einem Kilometer zunehmende Höhe ab. Wichtig ist, dass dies nur so lange funktioniert, bis der Taupunkt überschritten wird. Der Taupunkt bezeichnet den Zeitpunkt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit 100% beträgt. Wird dieser also überschritten, kondensiert der Wasserdampf und es entsteht der sogenannte Steigungsregen. Von nun an kühlt sich die Luft also feuchtadiabatisch ab. Die Luft kühlt sich um 0,5 Grad Celsius pro 100 Meter ab. Die Luftmassen regnen sich also ab, während sie außerdem immer weiter abkühlen. Ist der höchste Punkt des Gebirges erreicht, überquert das Luftpaket den Berg und sinkt wieder ab. Beim Absinken der Luft erwärmt sie sich wieder. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt und die Wolken lösen sich auf. Dies geschieht trockenadiabatisch. Zur Erinnerung, trockenadiabatisch bedeutet, dass sich die Luftmassen pro 100 Meter um 1 Grad Celsius erwärmen. Diese absinkenden, warmen Luftpakete sind also der warme Fallwind auf der Lee-Seite. Auf dieser Seite ist es wesentlich wärmer als auf der Luv-Seite. Während auf der Luv-Seite die Temperatur lange um nur 0,5 Grad Celsius pro 100 Höhenmeter abnimmt, steigt die Temperatur auf der Lee-Seite fast ausschließlich um 1 Grad Celsius je 100 Meter. Dies hat zur Folge, dass die Temperatur auf der Lee-Seite, also auf der Seite mit Fallwinden, um einiges höher ist. Andere Merkmale des Föhns und somit Merkmale der Lee-Seite sind zum Beispiel geringe Luftfeuchtigkeit, Bildung von linsenförmigen Wolken, sturmartige Windgeschwindigkeiten und klare Luft. Typisch für das Phänomen Föhn ist außerdem eine markante Wolkenwand, die sogenannte Föhnmauer. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, dass einige Menschen über Kopfschmerzen klagen und den Grund für diese auf den Wetterwechsel durch den Föhn schieben. Kurze und knappe Antwort darauf, dies kann nicht so verallgemeinert werden. Jetzt noch einmal kurz und knapp, was ihr euch merken müsst. Beim Föhn gibt es immer zwei verschiedene Bergseiten, das Luv und das Lee. An der Luv-Seite gibt es Steigungsregen und auf der Lee-Seite entsteht der warme, angenehme Fallwind. Durch die Windströmungen soll die Luft über den Berg transportiert werden. Dafür kühlt sie erst mit 1 Grad pro 100 Höhenmeter ab, dann mit 0,5 Grad Celsius. Auf der Lee-Seite sinkt die Luft wieder ab und erwärmt sich je 100 Höhenmeter um 1 Grad Celsius. Hier ist es jetzt also schön warm, während es auf der Luv-Seite sehr kalt ist. Moni hat ihr Haus im warmen Lee und geht deswegen zum Baden an den See. Das war es auch schon von unserer Seite. Hoffentlich konnten wir euch mit dem Video helfen und euch das Lernen etwas erleichtern. Fröhliches Lernen euch noch und vielen Dank fürs Zusehen.
Hallo, ich bin's, die Linda. Hallo, und hier ist die... Verena! Wuhu! Okay, warte, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Nicht anschauen, bitte. Bitte nicht anschauen. Sonst muss ich lachen, ernsthaft. Ja, was soll denn der Reis? Der Reis? Der Reis. Was soll denn der Reis? Im Alpenraum wird der Wind... Andere bekannte Föhnwinde sind beispielsweise... Viel Spaß beim Zusammenschneiden, Samantha. Ich werde die ganze Zeit nur Lacher drauf haben. Hey Samantha, ich kann zu dir kommen und dir helfen. Der Satz des Tages oder der Woche oder des Schuljahres.